die Parteiorganisation als erstes ist in den 80ern entstanden, rundherum um ein Magazin mit dem gleichnamigen Namen Ressiavi. Und am Anfang war das ein kleiner Zirkelclub von verrückten Nationalsozialisten, die auch hervorgegangen sind aus der Militärdiktatur natürlich und da auch teilgenommen haben in diversen Strukturen und haben sich erstmal getroffen und erstmal ja Seminare veranstaltet in ihrem Büro und versuchte erste Mitglieder anzuwerben. Damals gab es ja auch ja die erste Welle ja von so Nazi-Skins und Nazi-Musik, wie man das auch in Deutschland kennt, in Athen vor allem. Und Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre gab es in Griechenland auch ja größere Protestwellen um so nationalen Fragen herum. Ein großes Thema war zum Beispiel die Namensgebung Mazedoniens, wo es ja einen großen Streit mit dem griechischen Staat gibt, ne? Weil Mazedonien wird ja eigentlich als der nördliche Teil Griechenlands, also das Land des Alexander des Großen gesehen. Damals gab es große nationalistische Demonstrationen, wo die Ressiavi es geschafft hat, mehr Anhängerinnen zu sammeln und zum ersten Mal auch einen öffentlichen Auftritt zu machen. Ein anderes Thema war natürlich auch, was nationalistisch ja angeschlagen war, die Frage um Religionszugehörigkeit auf den Ausweisen, wo natürlich auch rechtsextreme Teile der Kirche sehr aktiv waren, von dem auch natürlich die Ressiavi profitiert hat. Erst Mitte der 90er Jahre, 93, ist die Partei Ressiavi entstanden. Deswegen redet man auch immer von einer Organisation / Partei. Und hat erstmal ja etwa 10 Jahre lang sehr weniger erfolgreich an den Wahlen teilgenommen, immer bis zu 1% oder so bekommen. Und das auch immer mit Kooperation mit anderen extremen rechten Gruppierungen und Parteien. Ja, der Aufstieg begann tatsächlich im Rahmen der Krisenverwaltung von oben in Griechenland. Es hat die Krise nicht nur soziale Auswirkungen in Griechenland, sondern auch vor allem ja Leute polarisiert, Leute auch zu anderen Ideen gebracht. Es herrscht ein Klima der Angst. Angst um die Zukunft. Und ja, man kann durchaus sagen, dass die Ressiavi davon profitiert hat, also von der sozialen Krise, die durch die Finanz- und die Schuldenkrise entstanden ist. Aber vor allem ist das Phänomen auch nicht vom Himmel gefallen. Denn die Ressiavi profitiert vor allem auch von einem starken Nationalismus, der im griechischen Staat herrscht. Und natürlich mit einher auch Rassismus, Sexismus und Antisemitismus, was in der griechischen Gesellschaft ziemlich weit verbreitet ist. Die Goldene Morgenröte ist ja vor allem dadurch auch bekannt geworden. Also natürlich wegen ihrer neonazistischen Ideologie, aber weil sie eben auch so derart gewaltsam gegen politische Gegnerinnen und auch Migrantinnen vorgeht. Ihr wird ja auch jetzt sozusagen der Prozess gemacht wegen der kriminellen Vereinigung. Ich habe Leute gehört, die da in dem Zusammenhang mit Krisi Afgi, da sie ja auch so stark ins kriminelle Milieu verstrickt von einer völkischen Mafia, geredet haben. Wie hat sich denn die Politik von Krisi Afgi außerhalb der rassistischen Polemiken in den Parlamenten gestaltet? Wie hat sie den Straßenterror ausgeübt oder ihre Geschäfte sozusagen gehandhabt? Ja, die Goldene Morgenröte war schon immer so in dunklen Milieus aktiv, kann man sagen. Auch natürlich in Kooperation mit gewissen staatlichen Stellen wie Polizei oder halt Geheimdiensten. Die waren immer an der Seite der Polizei, wenn es um Demonstrationen, um die Bekämpfung von linken Demonstrationen ging, schon seit den 80ern. Und das ist bis heute geblieben. Als erstes Ziel war immer der innere Feind gegen linke Leute, gegen Anarchistinnen. Und das hat sich natürlich den größeren Migrationswellen, die Griechenland erreicht haben, die erste in den 90er Jahren, vor allem aus dem Balkan, aus Albanien, Arbeitsmigration und dann natürlich ab den 2000er Jahren die Flüchtlingswellen, kam halt das Thema Migration sehr auf als Thematik in ganz Griechenland, in der griechischen Gesellschaft und vor allem hat die Ressiavi versucht, das natürlich für ihre Zwecke zu benutzen. Und damit einher ging auch natürlich der Aufstieg von rassistischen Angriffen gegen Migrantinnen und gegen Flüchtlinge seit den 2000er Jahren. Die Spitze erreichte es natürlich im Jahr 2011 im Schatten der Krisenprotesten. Der Empörte fanden schon größere Pogrome damals in Athen statt und das auch in Begleitung der Polizei und der Riot Cop Einheiten, also der Aufstandsbekämpfungseinheiten. Und damals war es so, 2011 noch, also 2 Jahre bevor der antifaschistische Rapper Pablo Fisas oder Killer P ermordet wurde, damals hat sich keiner damit beschäftigt. Also damals im Mai 2011 waren etwa 200 Antifaschisten auf der Straße, um überhaupt ihre eigenen Projekte zu schützen und gewisse Straßen, wo halt Migranten arbeiten und wohnen halt. Damals, nur zur Erinnerung, gab es auch Proteste mit bis zu 1 Million Leute auf der Straße gegen die Krisenverwaltung von oben. Aber die griechische Zivilgesellschaft und natürlich auch das ganze Parteienspektrum haben sich erst aktiviert, als der erste Grieche, also Pavlos Fissas, ermordet wurde im September 2013.
um vielleicht noch ein bisschen darauf zurückzukommen mit den Geschäften, wie bestreitet denn die Krisi AFG so ihre Finanzierung? Also ich denke, jetzt wo sie im Parlament vertreten ist, natürlich wird sie auch Zuwendung vom Staat kriegen über die Parteienfinanzierung, aber weiß man sonst irgendwie darüber, was so die Hauptgeldquellen der Krisi AFG sind? Also natürlich ist jetzt, wie du gesagt hast, die Hauptquelle die Parteienfinanzierung. Mhm. Dadurch haben sie auch nochmal einen großen Schwung erlebt, dass sie in allen Städten fast Büros auch eröffnet haben, sehr viel Material produzieren konnten, wie T-Shirts und Bücher weiterhin und so weiter. Aber es wird auch sehr viel gemunkelt, ja, dass es eigentlich das Geld der Parteienfinanzierung nicht dafür ausreicht. Mhm. Und die eine Richtung, also es gibt nicht handfeste Beweise, woher dieses Geld kommt. Es gibt sehr viel gemunkelt, dass von der organisierten Kriminalität kommt, aber viel wahrscheinlich ist, dass gewisse stärkere Wirtschaftsunternehmer in Griechenland bis halt zu dem Milieu der Riedern, halt, die ja sehr stark in Griechenland sind, die CIAB mitfinanzieren. Aber dazu fehlt es noch sehr an konkreten Infos, wenn man recherchiert. Du hast ja schon erwähnt, dass die Krisi AFG lange Zeit nicht von Repression betroffen war, relativ ungestört agieren konnte, dass gerade bei der Polizei sehr hohe Zustimmung zu dem Vorgehen der Krisi AFG besteht, was sich ja auch in den sehr, sehr hohen Wählerzahlen der Polizei für die Krisi AFG äußert. Deshalb kam so ein bisschen überraschend, ja, dass 2013 wirklich in so kurzer Zeit die gesamte Führungsspitze da inhaftiert wurde und Verfahren hatte wegen der kriminellen Vereinigung. Könntest du deine Prognose abgeben, warum das tatsächlich dann so von Knall auf Fall dann passiert ist? Der Aufschrei nach dem Mord an Pavlos Fissas war riesengroß in der Gesellschaft halt. Und ich glaube, das ist natürlich, also einmal, dass die linke Zivilgesellschaft immer stärker im Rahmen der Krisenverwaltung in Griechenland geworden ist. Das sieht man ja nicht zuletzt am Wahlerfolg von Syriza, jetzt im Januar. Und ein zweiter Grund könnte sein, dass die Nea Dimokratia, also die Konservativen damals, auch spekuliert haben, wieder Wählerstimmen zurückzugewinnen. Auch wenn eine Kooperation zwischen Nea Dimokratia und Syriza, wie man das durch einen Sekretär der Regierung, Baltakos, hieß ja, es wurden ja Videos veröffentlicht, wo er mit Elias Kassidiaras Absprachen, also ein Mitglied der Golden Morning Group, Absprachen geführt hat. Auch wenn es die Kooperation nachgewiesen ist, man gemunkelt, dass sie versuchen, ja, dort irgendwie wieder Wählerstimmen zurückzugewinnen. Und natürlich gab es ein großes Glaubwürdigkeitsproblem, weil im Rahmen der Verhaftungswellen nach dem Mord an Pavlos Fissas gab es ja nicht nur Verhaftungswellen in Reihen der Golden Morning Group, sondern auch in den Reihen der Polizei. Und mehrere Polizisten wurden auch von ihrem Dienst entlassen. Deswegen war der Druck, denke ich mal, so groß, dass es gar nicht mehr anders ging als. Und es lief ja schon seit 2-3 Jahren, diese ganzen Veröffentlichungen, was die Golden Morning Group eigentlich treibt. Trotz der Verhaftungen der kompletten Parteispitze hat es die Krisi AFG ja geschafft, bei der letzten Wahl wieder als drittstärkste Kraft aus der Wahl hervorzugehen. Welche Themen oder welches Selbstverständnis trägt denn so die Krisi AFG nach außen, sodass es immer noch so viele Griechen gibt, die es anscheinend weiterhin attraktiv finden, sie zu wählen? Also der Rassismus, der Nationalismus. Wie positioniert sich denn Krisi AFG beispielsweise zum Spardiktat der Troika? Die Krisi AFG sieht sich als eine antisystemische Partei halt und als eine Anti-Memorandumspartei. Sie sieht sich an der Seite der ganzen Parteien, die eigentlich die konservative und die sozialdemokratische Regierung der letzten Jahre bekämpft hat. Und weil sie eine Partei ist, die nie an der Regierung teilgenommen hat bisher und nie mit irgendwelchen Skandalen verbunden war, hat sie auch eine gewisse Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung. Viele Leute wissen auch nicht ganz genau, für was sie steht. Ne? Also natürlich kann man sehr einfach die nationalsozialistischen Ideen, die Golden Morning repräsentiert, nachweisen, geschichtlich und bis heute noch in vielen ihrer Artikeln nachschauen. Aber die ersten Wählerinnen waren vor allem arbeitslose Griechinnen, die halt die gewählt haben. Mittlerweile kann man aber sagen, dass das Wahlpotenzial der Golden Morning Group sich schöpft aus verschiedenen Schichten in Griechenland halt. Und das beweist auch vor allem, dass nach den Wahlen 2012 im Mai und im Juni sich jetzt nochmal ja, der Prozentsatz bestätigt hat im Januar halt. Obwohl die Golden Morning Group kriminalisiert worden ist, obwohl 14 von den 17 Parlamentariern Wahlkampf aus dem Gefängnis ausgemacht haben. Wie hat sich denn jetzt nach dem Machtübertritt von Syriza, wie hat sich denn Syriza im Umgang mit der Krisi AFG positioniert? Also gab es noch mehr Repressionen oder hat man vielleicht sogar versucht, da die Parteienfinanzierung abzudrehen? Oder wie hat sich denn Syriza jetzt positioniert, seitdem die da an der Macht sind? Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, dass bis jetzt es nicht so groß Thema war in den letzten 3 Monaten. Also natürlich ist das alles im Schatten auch der, ja, der Auseinandersetzung in der Eurozone und so weiter untergegangen. Und ja, also Syriza gibt sich natürlich als eine klare antifaschistische Partei und natürlich gibt es verschiedene Leute von Syriza und Organisationen, die halt jetzt auch an den antifaschistischen Kundgebungen gestern teilgenommen haben gegen den Prozess und so. Man muss auch sagen, dass da auch eine große Diskussion stattgefunden hat wegen der Parlamentspräsidentin von Syriza.
Zoikos Adnopoulou. Und sie hatte ja sich nicht klar ausgedrückt, ob die Parlamentarier jetzt willkommen sind im Parlament oder nicht, der Golden Morgenröte. Und ja, es gab auch Diskussionen, aber die würde ich auch nicht so ernst nehmen, dass natürlich auch Syriza manchmal auch auf eine Wahlunterstützung von Syriza hofft, von der Golden Morgenröte hofft. Bezeichnet ist eine Rede von Nikos Michalouliakos vor kurzer Zeit, der sogar die Syriza-Regierung beglückwünscht hat wegen dem harten Kurs in Europa. Da bleibt es noch abzuwarten, was passieren wird, aber ich würde da auch nicht zu viel Nein präsentieren, weil Syriza ist nicht ganz klar gegen die Golden Morgenröte. Ja, nachdem der Prozess gestern ja hätte beginnen sollen, ist er gleich wieder vertagt worden, weil einer der Angeklagten wohl keinen Anwalt hat und es wird dann jetzt im Mai weitergehen. Was erwartest du denn vom Prozess? Also denkst du, dass da wirklich die Führungsriege hinter Gitter wandern wird? Beziehungsweise, falls Kizzy Afgi tatsächlich verboten wird, haben sie ja auch schon so eine Ausweichorganisation gegründet. Denkst du, dass man da mit juristischen Mitteln der Partei beikommen kann? Ja, die hatten ja schon diese Ausweichorganisation Nationale Morgenröte schon im Rahmen der EU-Wahlen 2014 ausgerufen, weil sie schon damals natürlich im Rahmen der Kriminalisierung Angst hatten, verboten zu werden. Was man sagen muss, es gibt in der griechischen Verfassung kein Parteiverbot. Also wenn, werden sie halt als kriminelle Organisation belangt und deswegen halt verboten. Aber die Chrissi Avgi hat eine gewisse Erfahrung mit solchen Kriminalisierungen auch in den letzten 20 Jahren gehabt halt. Und es entwickelt sich wieder ein altbekanntes Muster, wie sie auf diesen Prozess hier jetzt reagiert. Ein Beispiel ist ja, dass die gesamte Führungsriege bei dem Prozess jetzt gestern gefehlt hat. Und das bestätigt ein bisschen die These von dem Journalisten Dimitris Psallas, der halt seit über 20 Jahren sich mit dem Phänomen der Golden Morgenröte beschäftigt, auch im Rahmen seiner Journalistengruppe IOS, also Virus. Und seine These besagt halt, dass die Chrissi Avgi versuchen wird, ja, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, vor allem die Führungsriege. Ein bekannter Fall da war der Prozess gegen Periandros. Das war der Vizechef in den 90er Jahren der Goldenen Morgenröte, vor allem aber auch Chef der Kampftruppen von der Goldenen Morgenröte. Er wurde angeklagt, weil es einen größeren Angriff auf mehrere linke Studentinnen gab, die fast tödlich geendet sind. Und damals hat sich die Partei sehr bestimmt dazu verhalten. Also einerseits sagen sie immer, es ist eine große politische Verschwörung am Laufen gegen die eigene Organisation, Partei. Aber andererseits bieten sie auch nicht so genug Unterstützung den Leuten, die angeklagt werden. Sie sagen einfach immer, es sind Leute aus dem Umfeld und wir unterstützen keine Gewaltakte. Es ist zu verstehen, dass diese Leute Gewalt anwenden, weil die Zustände so sind. Aber wir haben als Parteiorganisation damit nichts zu tun. Deswegen lässt sich die Führungsriege bei den Prozessen nicht blicken. Und die einzige Hilfe, die da gegeben wird, ist eine Szeneanwalt, der präsentiert wird. Und dass dann einfache Mitglieder da auftauchen zur Unterstützung des Angeklagten. Und es ist jetzt zu vermuten, auch durch die Aussage von Michalouliakos zur Unterstützung von der Syriza-Regierung bzw. Exkurses in Europa, dass er versucht, langsam die Rhetorik zu ändern und langsam auch die Vergangenheit der Syriza, die ja ganz klar nationalsozialistisch ausgerichtet ist, zu verwischen. Obwohl die gesamte Führungsriege im Knast sitzt, hat die Chrissi Avgi, wie gesagt, ist als drittstärkste Kraft bei den letzten Wahlen hervorgegangen. Viele Leute befürchten ja, dass, falls Syriza scheitert in den Verhandlungen mit der EU, mit der Troika, sozusagen die Bürgerinnen und Bürger Griechenlands enttäuschen sollte, dass dann die Stimmung kippen könnte und tatsächlich Chrissi Avgi eine Mehrheit bekommen würde und vielleicht sogar an die Regierung kommen könnte, was ja sicherlich katastrophale Folgen hätte. Teilst du denn diese Sorgen? Ja, ich würde sie zum Teil teilen. Also das ist ja gerade ein europaweites Phänomen, dass verschiedene extrem rechte Parteien und Organisationen in verschiedenen Formen, sei es rechtspopulistischer Form oder modernisierter Form wie der Front National in Frankreich oder halt in extremer Form wie die Golden Morgenröte in Griechenland oder die Jobbik in Ungarn sehr erfolgreich sind. Vor allem durch die Diskussion in Europa, vor allem durch die nationalistischen Spaltung. Und die Gefahr, sag ich mal, ist in allen Ländern gerade allgegenwärtig. Zum Beispiel, wenn man sich Frankreich annimmt, ne? Gerade durch das Scheitern der sozialistischen Regierung von Hollande oder das androhende Scheitern, dass man da genau sieht, dass Front National davon profitiert halt und bestimmt auch in der nächsten Präsidentschaftswahl eine sehr große Rolle spielen wird. Genauso sehe ich es auch in Griechenland natürlich, dass die Gefahr dort besteht. Das bestätigt auch Yannis Varoufakis zum Beispiel in seinem Buch Bescheidener Vorschlag zur Lösung der Eurokrise. Also Yannis Varoufakis, der aktuelle Finanzminister und auch sehr bekannt in Deutschland, durch seine Auseinandersetzung mit Wolfgang Schäuble, auch er warnt von dieser Gefahr.
Gefahr, die nicht nur in Griechenland besteht, sagt er, aber auch europaweit. Tatsächlich aber denke ich, dass das Potenzial der Goldene Morgenröte limitiert ist halt, weil die haben es halt noch nicht geschafft bis jetzt, sich als Partei zu modernisieren und sich als die Menschen mit Krawattenanzüge, die auch im Parlament ernst genommen werden können. Eine Gefahr besteht aber, falls die Goldene Morgenröte jetzt sozusagen verboten wird, weiterhin kriminalisiert wird, verurteilt wird, dass vielleicht eine seriöse Goldene Morgenröte entsteht unter neuem Namen. Und das könnte natürlich eine größere Gefahr sein.